nähern sich dieser Position. Bringen Sie das Schiff von hier weg. Antriebe gehen online. Nur noch ein paar Minuten. Hauptschubdüsen gestartet. Startflugbahn vorausberechnet. Banditen in Sicht. Abfangen in 4 Minuten. Das ist Ihr Zeitfenster. Verstanden. Wurde aber auch Zeit. Errichten Sie nördlich von mir eine Verteidigungslinie. Leite Rückruf ein. Das Schiff ist von hier an allein. Rückruf in 5, 4, 3, 2, 1. Damit herzlich willkommen zurück auf eurem Kanal Staffelschiff. Das erste Let's Fets, Magic the Gathering Arena, wird aufgrund seiner Komplexität als das schwerste Spiel der Welt bezeichnet. Supreme Commander mit seinem Add-on Forged Alliance könnte man als das wirklich einzige Strategiespiel bezeichnen, da es aufgrund seiner unterschiedlichen Maßstäbe und seiner Größe auf dem Schlachtfeld andere Strategiespiele in den Schatten stellt und sie zu Taktikspielen degradiert. Supreme Commander wurde, wie sein Add-on auch, 2007 von Gas Powered Games veröffentlicht. Diese Firma wurde 2013 von Wargaming aufgekauft, 2018 geschlossen und alle 150 Mitarbeiter entlassen. Der Gründer von Gas Powered Games war Chris Taylor. Dieser war der Projektleiter und Designer des allerersten dreidimensionalen Echtzeitstrategiespiels Total Annihilation. Somit könnte man Supreme Commander als seinen geistigen, inoffiziellen Nachfolger bezeichnen. Habe ich genug vorgelesen, aber ein bisschen Recherche gehört auch dazu. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt in die Einführung. Hören Sie zu, Colonel. In dieser Ausbildung erfahren Sie alles rund um Ihre gepanzerte Kommandoeinheit ACU, einschließlich des Baus und Einsatzes von Bauwerken und Einheiten. Sie müssen diese Ausbildung so schnell wie möglich absolvieren, da der Orden und seine Alien-Freunde uns ordentlich zusetzen. Passen Sie also gut auf. Als erstes lernen Sie, wie Sie auf dem Schlachtfeld navigieren können. Mit Ihrer ACU können Sie das gesamte Schlachtfeld überschauen und auch noch rein- und rauszoomen. Benutzen Sie das Mausrad oder die Tasten Q und W zum Zoomen. Anschließend zoomen Sie heraus und bringen die Auftragsmarkierung ins Sichtfeld. Gut, machen wir weiter. A few moments later. Ich weiß nicht, wie zum Teufel dies passieren konnte, aber diese Mistkerle haben uns gefunden. Sie sind auf den Planeten gekommen und greifen Fort Clark und die zivilen Zentren im Umfeld an. Hier ist der Weg für uns zu Ende, Commander. Fort Clark ist unsere letzte Operationsbasis. Und all unsere Evakuierungswege sind gefährdet. Wenn wir heute zögern, dann werden die Seraphim und ihre Lakaien freie Hand haben, jeden Menschen in der Galaxie abzuschlachten. Wir haben keine andere Wahl, als hier die Stellung zu halten. General Fletcher ist bereits auf dem Planeten und führt die Verteidigung von Fort Clark an. Wir wollen eine zweite Front schaffen, deshalb befinden Sie sich südlich von ihm. Dies ist Ihre Landezone. Dort gibt es 2 Basen des Ordens. Und diese liefern die Verstärkung für den Angriff des Ordens auf Fort Clark. Sie müssen alle Ordensbauwerke zerstören und dann ins Inland vorrücken. Rücken Sie nach Norden vor, bis Sie zu Fletcher aufschließen. Sobald die Belagerung von Fort Clark aufgehoben wurde, werden Sie beide auf direktem Wege den Seraphim-Commander vernichten. Sie dürfen nicht scheitern, Commander.
Dies ist eine der zwei Basen in dieser Gegend. Schießen Sie sie zurück in die Steinzeit und schließen sie dann zu Fletcher auf. Dort ist eine Linie feindlicher Artillerie, die Basen beschützt. Diese Ziele können Sie bei Gelegenheit angreifen. Aber wenn Sie sie zerstören, dann wird das Ihr Leben sehr erleichtern. Sobald Sie sich um die Hauptbasis gekümmert haben, werden wir... Teufel, feindliche Kanonenboote im Anmarsch. Wird Zeit, dass wir sie da rausholen, solange es noch geht. Verdammt, die greifen das Gate an. Begeben Sie sich auf den Planeten, solange es noch geht. Ja, wir entscheiden uns natürlich für die United Earth Federation. Commander wird angegriffen. Wir ziehen jetzt erstmal die zerstörte Basis wieder hoch. Ein bisschen zu knapp, um schön zu sein. Erledigen Sie das, Commander. Sie kommen gerade in ein höllisches Chaos, Colonel, aber ich bin froh, dass Sie hier sind. Dass man die anderen Fraktionen wählen kann, ist auch ganz angenehm für den Wiederspielwert. Denn selbst die Spracheinlagen und die geskripteten Events sind unterschiedlich, wenn man mit anderen Fraktionen spielt. Was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ob wer unser direkter Vorgesetzter ist. Der beschädigte Schildgenerator kann Sie vor feindlichem Beschuss schützen. Reparieren Sie ihn. Hauptquartier Ende. Dieser Mann hier, General Hall oder General Fletcher? Ja, jetzt heißt es erstmal Basis aufbauen. Ressourcen haben wir genug. Die sind oben links. Der grüne Balken ist die Masse und der gelbe Balken ist Energie. Masse bekommen wir durch Massepumpen. Diese sind hier alle schon ausgebaut. Also Ressourcen müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Wir laden die Pläne des Percival auf ihre ACU hoch. Das ist ein amphibischer Angriffs- und Belagerungsbord. Ich werde verstärkt auf Luftwaffe gehen und ein bisschen Marine zur Selbstverteidigung. Was man hier super sehen kann, ist, dass man die Wegpunkte auch bei Patrouillen verändern kann. Und kann gemeinsam unterstützen, wie hier auf dem Commander. Und auch mehrere Aufträge für Gebäude geben. Man kann Gebäude recyceln oder im Neubau schon mal die Hälfte des Fortschritts weghaben. Mehrere Aufträge an mehrere Fabriken geben, simultan. Und gebaute Gebäude als Bauvorlage speichern, wie eine Blaupause, um sie dann schneller bauen zu können. Jetzt bauen wir auch schon unsere erste Schiffe. Ausgezeichnet. Der Schild ist vollständig repariert und arbeitet mit voller Leistung. Hauptquartier Ende. Feindliche U-Boote sind im Kanal nördlich ihrer LZ unterwegs, Commander. Zerstören Sie sie. Hauptquartier Ende. Meine LZ. Ja, ich baue hier primär Flugabwehrschiffe. Kenne mich leider mit der Marine nicht aus, aber Flaggschiffe? Keine Ahnung, wie man die nennt. Und um die U-Boote zu sehen, baue ich hier einen Sonar. Auch die Gebäudeaufträge kann ich noch nachträglich verschieben. Jetzt setzen unsere Gegner primär mein Schiff zu. Das heißt, wir werden jetzt hier auch noch stationäre Flugabwehr bauen. Stufe 2 und gleich daraufhin wieder den Bau unterstützen auf die Werft. Und da wird auch schon unser Schiff im Hintergrund versenkt. Sowie Stufe 3 Sam-Werfer. Das wird auch allerhöchste Zeit. Mit höherer Reichweite und mehr Schaden. Und da sehen wir es sinken. Da wir jetzt Stromprobleme haben, baue ich schnell ein Stufe 3 Kraftwerk. Zum Glück kann ich einzelne Schilde sowie Fabriken pausieren oder ihre Schilde deaktivieren, um Strom zu sparen, bis mein Kraftwerk steht. Das massierte Aufkommen durch Kanonenboote begegnen wir jetzt schon mit unseren Stufe 3 Jägern.
Könnt ihr wirklich Hilfe gebrauchen, Colonel? Zerstören Sie diese Basen, sobald Sie können. Ja, Fletcher, ich komm schon. Einige dieser Artilleriestellungen sind noch in Betrieb. Hauptquartier Ende. Einige. Ja, das ist sehr sarkastisch. Na, dann schicken wir unseren ersten Stufe 3 Bomber, flankierend, zuerst über die Luftabwehrstellung. Denn da ich primär auf Luftwaffe gehe, möchte ich natürlich Luftüberlegenheit. Und ihr seht auch mal diese kleinen Zahlen an den jeweiligen markierten Punkten. Das sind die ETAs, Estimated Time of Arrival. Die U-Boote nehmen wir mit Torpedobombern aus dem Spiel. Die erste Artilleriestellung ist zerstört. Hauptquartier Ende. Der Gegner ist immer noch sehr luftstark, das heißt, erhöhe jetzt meine Patrouillenwege für meine Abfangjäger. Gute Arbeit. Da die U-Boote jetzt aus dem Weg sind, können sie ihren Angriff gegen die Stellungen des Ordens auf dem Festland vorbereiten. Hauptquartier Ende. Das war die letzte. Alle Artilleriestellungen sind erledigt. Hauptquartier Ende. Und jetzt heißt es nur noch Basis runterschießen. Zuerst auf die Energieversorgung des Gegners. Dann auf seine Unterstützungseinheit. An sich hätten wir jetzt schon gewonnen, doch die Kampagne beinhaltet mehrere Missionen. Das heißt, wir bereiten uns auf die nächste Phase, schon mit einem Atomraketenwerfer und einer experimentellen Einheit. Hier die mobile Fabrik. Sie hat ein Schild, Flugzeuge können auf ihr landen, sich reparieren und aufmunitionieren. Sie ist amphibisch und kann auch vorne an der Front Truppen bauen, sodass ich eine neue Basis hochziehen kann. Und da wir noch Ressourcen übrig haben, beginne ich auch hier schon mit dem Bau größerer Geschütze. Rücken Sie ins Inland vor. Hauptquartier Ende. Constable Graham ist am Hörer. Ich stelle ihn durch. Commander, Einheiten des Ordens haben einen Großteil unserer Verteidigung überwältigt. Wir sind von Fort Clark abgeschnitten und General Fletcher kann uns keine Verstärkung schicken. Wir brauchen Ihre Hilfe. Es gibt in der Kampagne mehrere Operationen. In dieser ersten haben wir nun gerade einmal die erste Mission auf leicht bewältigt. Für die folgenden Abschnitte wird die Karte immer mehr erweitert, was den vorsorglichen Bauherrn belohnt. Hashtag Atomrakete jedoch immer noch anspruchsvoll bleibt. Folgend möchte ich euch ein paar Versuche im Multiplayer gegen die schwerste KI zeigen, wobei Marine und Luftwaffe deaktiviert, der Nebel des Krieges entfernt wurde und ich auf Kommentare verzichte. Abschließend sei noch erwähnt, dass es heute 13 Jahre nach Veröffentlichung noch immer eine starke Community gibt. Unter dem Namen FAF, Forge Alliance Forever, findet man Multiplayer-Duelle, Turniere, regelmäßige Patches und Updates. Doch nun, viel Spaß. Oh, der ist jetzt schon da. Komm, knack und weg. Hey, Commander. Ja. Ich auch. Du hast Eier, Alter. Strategischer Start geortet. Hast du mehr als einen? Ja, habe ich doch vorhin.
Ich hab da. Oh Gott sei Dank, ich sehe noch. Er hat mir einen strategischen Raketenabwehr genommen. Sehe ich gerade. Jetzt gut oder schlecht? Na, einen hab ich noch. Gegen 4 Raketen? Mit 3 Raketen. Schaffst du. Das gereicht. Ja, naja, komm, ich habe 2 Einheiten vorne stehen, gell? Ja. Gleiche Position. Ja, ja, ja. Du ziehst hoch. Ich baue mal eine Abwehr. Nein! Durch was? Alter! Alles auf den ersten linken schicken, bitte jetzt. Hier. Boah, das wird ultra knapp. Oh, wo geht die denn hin? Fokussieren, gell? Ja, keine Chance. Das gibt's doch nicht. Jetzt geh meine Laser an. Wo ist der Commander? Okay, ist hier. Dein Commander. Er zielt auf deinen Commander. Dein Commander. Hab ich schon erwähnt, dass meine Schilde nicht viel können? Und das Schild. Ja. Ah, Onkel. Onkel, das war definitiv verteidigt. Seine Arme ist weg. Irgendwas schießt trotzdem noch. Er hat genug Arme. Ich hab da 5 Leute stehen. Weiter rechts? Ja. Wo weiter rechts? Wenn's weiter links. Oh Gott. Okay. Ich glaube, die kommen jetzt. Ich schwenke alle ein in die Mitte. Oh, heile Witze. Strategischer Start geortet. Strategischer Start geortet. 4, 6, 8. 9. Ich habe aufgehört zu zählen. Der heißt Geilcast. Ah, wir haben alle abgefangen. Wir leben noch.
Fall Artillerie bauen. Bekannte Teile. Nein. So. Wir haben alle abgefangen. Ja, ist auch zum rechten Bot. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe meine Bots einfach als Phalanx aufgestellt. Schau, dass dein Commander ein bisschen weiter hinten steht, aber ich bezweifle, dass ich da irgendwo weiß. Ich glaube, ich wurde besiegt. Wo ist dein Commander? Der läuft. Zeig's ihnen.